Ob der rumänische Lkw-Fahrer das Rotlicht an der Hedfelder Straße missachtet hat, müssen jetzt Fachleute klären. Heute Mittag gegen 12.10 Uhr, bevor der Lkw-Fahrer die Hedfelder Straße aus Richtung Autobahnzubringer Lüdenscheid Nord kommend. An der Erkokreuzung wollte er nach links in die Straße im Grund abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem BMW, der von einem 61-jährigen Schalksmüller gesteuert wurde. Der Zusammenstoß war so stark, dass der BMW gegen den Ampelmast geschleudert wurde, der dabei stark beschädigt wurde. Am BMW entstand Totalschaden. Nach Auskunft der Polizei wurde sowohl der BMW-Fahrer als auch der Lkw-Fahrer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte erheblich sein, da neben dem Totalschaden des BMW und erheblichen Schaden an dem Lkw auch die Reparatur der Ampelanlage mit einem fünfstelligen Betrag zu Buche schlagen dürfte. Ein Lkw-Fahrer, der dem verursachenden rumänischen Lkw gefolgt war, hatte ausgesagt, dass er an der Ampel anhalten musste, weil diese rot gezeigt hatte.